Tim und Daniela, ja, zwei Stück, die sich unglaublich lieb haben, ja. Denn die Daniela konnte gar nicht mehr aufhören zu telefonieren. Du wolltest gar nicht ins Video, oder? Nee, nicht wirklich. Du hast aber hübsch gemacht, du hast die Haare schön. Dankeschön. Ja, ich zeig mal gerade was. Das ist jetzt eine schiefe Ebene, denn ihr habt euch spezialisiert auf Wohnmobilverleih für Hunde. Ja, richtig. Richtig. Ja, das ist manchmal wichtig, denn ich sag mal, Hunde sind nicht immer ganz so fit, oder? Nee, gerade die Älteren, also bei denen ist es halt wichtig, dass die dann halt auch über die Rampe bequem in die Box einsteigen können. So ist es. Und da drinnen, da ist das Verlies ein kleines Gefängnis für den Hund? Nein, das ist Luxus, oder? Ja. Genau. Ihr kennt euch gut aus mit Hunden, ihr habt einen Fressnapf. Auch, ja. So, ich zeig's mal gerade, der ist da vorne, wir sind in zwei Brücken, ihr habt nicht nur einen, ihr habt drei, oder? Vier. Vier? Ja, vier. Okay. Vier Fressnäpfe? Ja. Okay. Neunkirchen, Homburg, Zweibrücken und Pirmasens. So, und irgendwann seid ihr auf die Idee gekommen, es gibt viel zu wenig Hunde, Wohnmobilverleiher. Genau, also die Problematik war tatsächlich die, dass es nicht möglich ist, ein Wohnmobil zu mieten, wo du deinen Hund mitnehmen kannst. Okay. Und deshalb haben wir gesagt, okay, dann probieren wir es und das dann dementsprechend anständig. Entschuldigung. So, es geht schon wieder dein Handy, dann mach's mal schnell aus. Der Hund bellt. Ja. Ihr habt selbst Hunde natürlich? Genau, zwei Flat-Coated Retriever. Was? Flat-Coated Retriever. Was ist das denn? Zwei große schwarze. Zwei große schwarze Retriever? Ja. Die sind schon groß, oder? Ja. Ungefähr wie groß, sag mal? So. Retriever halt, genau. So, wir haben die jetzt mal nicht mitgenommen, weil nämlich jedes Fahrzeug wird danach desinfiziert. Aber man kann die auch ohne Hunde natürlich mieten, das ist ganz klar. Man muss aber dann wissen, da war vorher ein Hund drin. Genau, das ist wichtig. Also gerade für Allergiker, bei denen würde es sich nicht empfehlen. Super, ja. Hi. Hi, ich bin der Tim. Hi. Tim, ja, ist ja gar nicht so einfach. Ihr wart eine der ganz wenigen jetzt in diesen Zeiten, die noch öffnen durften, oder? Ja, das stimmt. Zum Glück. Also die Versorgung von euren Hundis und Katzen ist gesichert bei uns. So, da vorne steht es, die vier Pfoten mobile immer mit Hund. Da ist er mit drauf. Ihr macht das alleine oder ist das so eine Kette? Das ist ein Franchise-System und wir haben die Mietstation in Homburg bzw. Zweibrücken, also Saarpfalz. Genau, du hast ja zwei Stück. Wie ist die Erfahrung? Die Erfahrung ist durchweg positiv. Wir machen das jetzt seit über 4 Jahren und haben schon sehr viele Stammkunden, können gewinnen, die jedes Jahr fahren. Natürlich jetzt mit Corona ist ein bisschen schwierig, aber die Kunden sind bisher sehr zufrieden. Super. Daniela, ich brauche dich. Ja. Die ist die ganze Zeit schon wieder weg. Ja, das sieht man aber, die gute Unternehmerin, die mit dabei ist. Ihr habt in die Heckklappe sogar ein Fenster für den Hund reingemacht. Genau, mit Fliegengitter, mit Rollo. Genau, das Fenster kann man auch öffnen, damit die Luftversorgung dementsprechend auch vorhanden ist. So, ich zeig's mal gerade. Also normalerweise hat ja hier dieses Reisemobil eine große Heckgarage. Die ist hier mit drin. Da stellt man ja Fahrräder rein. Das geht immer noch. Ja, genau. Das geht immer noch. Mit dabei im Mietpreis ist natürlich die Campingausrüstung. Das heißt also Stühle, je nach Fahrgast. Wenn drei Gäste mitfahren, sind drei Stühle mit drin. Ich habe denselben Tisch. Der ist riesig. Ja, stimmt. Der ist gut. Man kann auch als Option einen kleinen Gasgrill mit dazu mieten. Aber normal ist im Mietpreis alles mit drin. Das heißt also Campingausrüstung, Campinggarnitur, Geschirre. Leine. Leine auch. Echt? Ist dabei. Sag mal. Sind zwei Leinen dabei für den Stellplatz. Okay, das ist nämlich ziemlich wichtig, auch in der Signalfarbe Orange. Ja, richtig. Wenn die nämlich ein bisschen länger ist, dann sollten die Leinen auch sichtbar sein. Richtig. Die werden hier unten an die Öse befestigt. Sag mal wo. Achso, ihr habt extra Ösen angebracht. Ja, sind zwei Ösen dran. Du Fuchs? Aber ist wichtig, das kommt jetzt aus der Praxis so ein bisschen, oder? Ja, genau, richtig. Weil an manchen Stellplätzen ist Leinenpflicht. Okay. Und deswegen sind hier die zwei Leinen mit dabei. Zweimal, das heißt auf beider Seite. Ist aber so, dass die beiden sich begegnen können durch die Leinenlänge? Das geht, oder? Ja, das geht, das ist kein Problem. So, das Verheddern, ist das schon erprobt? Ist erprobt, also wenn mich meine Frau anleint, ist kein Problem. Du haust nicht ab? Ich haue nicht ab, ja. Sehr schön. So, hier kann man zumachen, gell? Hier kann man zumachen, also die Zuwägung in das Mobil ist einmal hier über die Rampe oder durch den Wohnbereich. Die Zuwägung? Die Zuwägung, ja. Das hört sich gut an, ne? Ja, das klingt gut. So, und da vorne, da ist natürlich so ein Verschluss drauf. Man muss es nicht abschließen, es war noch kein Hund so schlau, das aufzukriegen, oder? Nein, hat noch keiner rausbekommen, zum Glück. So, wenn wir das jetzt zeigen, dann wissen die das ja, die Hunde. Die gucken zum Glück noch kein YouTube. So, hier vorne sehen wir das Fensterchen. Ja, jetzt zumachen, das geht ruckzuck. Zeig mal bitte. Boah, ist das cool.
Ist natürlich jetzt eine Bauanleitung. Geht auch mit der Zentralverriegelung, da ist es auch abgesperrt. Ah, okay. Das heißt, ihr habt die Luxusversion organisiert? Ja, ja, genau. Das Mobil ist komplett ausgestattet, auch mit Winterpaket. Okay, das heißt, ein beheizbarer Abwassertank ist dabei? Richtig. So, jetzt gucken wir mal gerade. Das Ganze steht auf Gas, richtig? Ja. So, ein Gas-Wohnmobil. Eine Heizung ist drin. Das heißt, ihr könnt das Wohnmobil das ganze Jahr über vermieten, richtig? Also die Mietzeit geht von Februar ab bis November. Ja, geht vom Wetter her, hängt es auch ab. Aber normal ist Februar bis November. So, was ist das für ein Fahrzeug? Ein Dockliner. Ein Dockliner, richtig, genau. Ehrlich? Fiat-Motor drin. Ja. Gibt es in zwei Motorisierungen. Einmal mit 140 PS Schalter und einmal mit 160 PS Automatik. Jetzt muss ich ja mal fragen, Dockliner, ist das eine Marke oder steckt da irgendwas dahinter? Bürstner, Carrado, was ist? Nee, das sagt ihr nicht. Detlefs Fahrzeug. Ein Detlefs, ja. Okay. Es geht hier nur darum, den Leuten einfach mal zu sagen, also Detlefs macht da mit, oder? Ist ein deutscher Hersteller, ist ein deutscher Premium-Hersteller. Also man hat auch, wenn man das Fahrzeug kauft, also wir bieten nicht nur Miete an, sondern auch Kauf. Okay. Kauf Neufahrzeug und Kauf nach der Mietsaison. Ja, ist bei uns auf der Homepage, vierpfotenmobile.de sind die Fahrzeuge mit drauf, die Gebrauchtfahrzeugen. Und wir haben uns für einen deutschen Premium-Hersteller entschieden. Da hat man weniger Fahrzeit für Inspektion, Ersatzteile oder sonst irgendwas. Also ein Detlefs-Händler gibt es eigentlich überall, sodass der Kunde weniger Stress hat, wenn irgendwas mal am Mobil sein sollte. Detlefs, ja, prima. Vierpfoten-mobile.de, ja, das Ganze, der hat einen ordentlichen Motor drin, Power, das steht für richtig Leistung. Ja, der 160 PS Automatik, ist sehr leicht zu fahren, hat Rückfahrkamera drin, hat zwei Klimaanlagen drin, also ist sehr gut zu fahren mit Navi. Er hat zwei Klimaanlagen? Zwei Klimaanlagen. Einmal vorne im Führerhaus und einmal im Wohnbereich so eine Standklimaanlage. Also für den Stellplatz, wenn man jetzt nach Spanien fährt oder sowas. Daniela, du bist unglaublich glücklich mit meiner Kamera, gell? Ja, super. Das ist aber so, eine Klimaanlage ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wenn man da jetzt irgendwo steht und die Hunde bleiben dann doch mal drin, wenn man zum Strand geht, ja, die sollen ja da nicht komplett kaputt gehen, oder? Genau, kann man bequem auf eine gewisse Temperatur einstellen, wie es für die Hunde angenehm ist. Und dann kann man die auch mal alleine im Mobil lassen, ohne dass man sich Gedanken machen muss, dass es zu warm wird im Fahrzeug. So, da kommen wir mit, Daniela. Ja? Du bist ja eine Frau, deine Größe? 1,60. 1,60? Ja. Okay, das heißt, du hast hohe Schuhe an. Das Coole ist, wenn man so ein Auto noch nie gefahren ist, das sieht ja jetzt ziemlich groß aus. Ist das schwer? Nee, also lässt sich super leicht fahren, okay. Tatsächlich. Also am ersten Mal war es auch tatsächlich so, dass ich auch gedacht habe, okay, aber er ist super handlich. Ich fahre ihn auch selbst sehr gerne. Klasse, denn es gibt einige Modifikationen, die ihr jetzt durchgeführt habt für die Hunde. Ich glaube, das Hauptding ist natürlich, dass die Klimaanlage oben drauf ist, dass das Fahrzeug dann eine Hundegarage hat, wo die wirklich sicher drin sind. Genau, also ihr habt halt die Möglichkeit, die Hunde eigentlich in der Garage halt zu sichern. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Hunde im Fahrzeug an zwei Stellen noch zusätzlich zu sichern. Während der Fahrt, wie das auch entsprechend verlangt wird, gell? Genau. Gibt es da entsprechend Punkte, wenn man die nicht anleiht, die Hunde? Weißt du das? Ja, weil leider ist es so, dass die Tiere als Ware zählen und die Ware muss halt dementsprechend auch gesichert sein. Ne? Also das gibt Punkte und ein hohes Straf. Geld, wenn man dann erwischt wird. Ja. Mhm. So. Ja, oft schauen die ja dann nach. Wahrscheinlich 5 Hunde, 5 Punkte. Weiß ich nicht. Oder ist das einmal Ware? Egal. Ihr habt einen Gepäckträger hinten drauf. Das ist aber nicht so, dass ich da jetzt drei schwere E-Bikes drauf machen kann, sondern ich glaube, da hat Gesamtlast? Zwei gehen. Zwei E-Bikes gehen drauf und drei normale Fahrräder. So, wichtiger Hinweis, wenn man E-Bikes transportiert, haben mich die bayerische Polizei darauf hingewiesen, Akkus raus, ja, denn das ist Gefahrengut. Genau, also die Akkus müssen dann vom E-Bike demontiert werden, die kann man aber dann auch im Gepäckbereich sicher verstauen. So, zweite Klappe, wenn du mal so lieb bist, mach mal auf. Ja. Ist natürlich auch Werbung pur für euch. Das heißt, also wenn ihr damit rumfahrt, die Leute sehen das. Das ist fast so ein Schneeballprinzip. Ja. Das heißt, die sehen das dann. Man spricht miteinander auf dem Campingplatz und die Leute rufen dann bei euch an. Also
unsere Mieter, die bis jetzt gefahren sind, die waren super, super froh. Denen hat super viel Spaß gemacht, weil du halt auch die Möglichkeit hast, ein Mobil zu mieten, wo Hunde tatsächlich halt willkommen sind. Ne? Toll. So, wir gehen mal rein. Denn ich sag mal, viele sagen, ja, ich will auf keinen Fall ein Wohnmobil haben, wo ein Hund mal drin war. Ja, das ist natürlich für Hundebesitzer total Blödsinn. Ja. Die können, das heißt, man ist unter sich so ein bisschen. Man ist unter sich. Also tatsächlich 99% der Kunden haben tatsächlich Hunde und das meistens zwei Stück, zwei mittelgroße Hunde. Also das ist so der Standard bei der Vermietung. Ja, habt wirklich viel eingebaut, das sehe ich schon direkt. Ja, der beheizbare Abwassertank ganz wichtig im Winter. Genau, also das ist das Winterpaket. Der hat auch die große Truma-Heizung halt drin. Die macht sich auch super bemerkbar. Die Sechser. Genau, für kalte Frauenfüße. So, und Trigas-Alarm, das heißt, ihr habt wirklich die wichtigsten Sachen eingebaut, damit, wenn doch mal Gas, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, ja, austreten sollte, gibt es Alarm. Aber da braucht man keine Angst zu haben. Also Gasunfälle, ich persönlich kenne überhaupt keine, muss ich sagen. Also, und ich drehe wirklich viele Filme. Nee, also hatten wir bis jetzt auch nicht. Ist uns auch nichts bekannt. So, hier sieht man, ist das nicht traumhaft gelöst hier? Guck mal hier mit der Hundebox. Ja. Das ist der absolute Hammer. Ich finde das toll, dass ihr das macht. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Und die Leute, die sind natürlich happy. Das heißt aber auch, wenn ich am Stellplatz bin, ist ein bisschen schräg wie hier. Ihr habt die Keile dabei? Sind die dabei? Keile sind dabei, Stützen sind auch dabei. Es riecht überhaupt nicht nach Hund, gar nicht. Nee. Hat der jemals das vermietet an Nicht-Hundebesitzer? Einmal. Das war ja so ein Riesenboom im Jahr 2020. Das habt ihr auch gemerkt, oder? Ja, haben wir auch gemerkt. War halt leider auch mit dem Reiseziel halt etwas eingeschränkt. Aber trotzdem, in Deutschland kannst du halt auch super schön Urlaub machen. Ne? So, Fahrzeug ist geeignet für zwei Personen, würde ich jetzt mal sagen. Plus vielleicht noch ein Enkelchen oder Hubert ist ja keins drin. Eigentlich für vier Personen. Also du hast die Möglichkeit hier die Sitz... Umzubauen als Bett. Ich würde jetzt mal sagen, zwei Kinder und ein Erwachsener hat hier dann super Platz. Mit zwei Erwachsenen wird es doch schon etwas eng, ne? Ja, perfekt ist es mit zwei Personen, oder? Genau. Es ist so. Das heißt, da muss man gar nichts umbauen. Du hast eine große Sitzbank. Wenn du mal kurz reinrutschst, sei mal so lieb, dass man das mal sieht. Denn man kann sich sogar gegenüber sitzen. Toll ist hier die kleine Sitzbank hier an der Ecke, wenn du dich mal kurz hinsetzt. Da kann man sich nämlich ganz bequem die Schuhe anziehen, ausziehen. Du hast ein riesen Schuhfach direkt hier drunter. Ja, das stimmt. Boah, ist das nicht toll. So, der Fußboden, auch der, das ist Vinyl, da machst du nichts kaputt. Das heißt, ein PVC, ein ordentlich belastbarer. Habt ihr jemals einen Defekt gehabt mit Hunden irgendwie? Nee. Also es war uns halt auch wichtig, dass das Mobil halt auch dementsprechend pflegeleicht ist. Ne? Also es bringt da nichts, wenn du da einen weißen Teppich drin hast. Ne? Nee, bringt nichts. Wenn jetzt ein Hund, kann ja mal passieren, der ist so ein bisschen inkontinent und da geht so ein bisschen aufs Polster drauf. Ihr reinigt die komplett, die Polster da? Genau, die werden komplett immer gereinigt. Genau. Klasse. Ja, große Küche ist dabei. Du bist wahrscheinlich eine große Köchin, oder? Ja. Aber was ist so dein Lieblingsgericht? Eine gute Köchin vor allem. Mein Lieblingsgericht ist Gemüse. Steak. Steak? Das würde hier gehen, oder? Ja, doch, das geht hier. Sag mal. Ah, ein Dreiflammenkocher mit einer ordentlichen Zündung dabei. Das heißt, genau. Ich muss hier nicht mit dem Feuerzeug rumlaufen? Nee. Der hat hier wie bei einem normalen Außengrill auch. So, toll sind die Multifunktionsleisten, die jetzt drin sind. Da kannst du alles anbringen. Und Riesenschränke oben drüber. Zeig mal gerade. Und da kommst du auch dran mit 1,60 Meter. Ist das schon drin hier? Das ist alles schon drin. Alles schon drin. Und der ist jetzt neu, der Wagen? Relativ? Nee, der ist jetzt ein Jahr alt. Okay, aber ist relativ neu, ist keine 10 Jahre alt. Nee. Die werden nicht älter bei euch, oder? Nee, also eigentlich so ein Jahr, genau. Ihr habt ihn jetzt nur gehalten, weil in der jetzigen Zeit an neue Wohnmobile ranzukommen, ist gar nicht so einfach, oder? Ist sehr schwierig. Ja. Also wir kriegen auch dieses Jahr keine Neufahrzeuge mehr, leider. Deswegen läuft er zwei Jahre? Genau. Okay, das ist aber okay. Ich denke, zwei Jahre, ein Jahr alt, damit kann ich leben, oder? Ja. Was hat er drauf ungefähr hier? Der hat jetzt...
13.000 Kilometer. Ist ja gar nichts, oder? Nee, ist gerade mal eingefahren. Ne? Wir haben einen Film gedreht, da haben wir Wohnwagen abgeholt mit jemand, der das jeden Tag macht. Ja. Der hatte 540.000 drauf, ein Citroën, also baugleicher von der hier mit einem Peugeot-Motor. Die halten ewig. Also wenn da einer mal 80.000 drauf hat, da gähnt er vor Müdigkeit. Okay, also. Das stimmt. Okay, das stimmt. Ja, wir haben eine große Dusche, wenn du mir die mal gerade zeigst, ausnahmsweise, dann gehen wir gleich nochmal in deinen Lieblingsbereich, Steak, die Küche. Da ist eine Abdeckung. Das ist die Transportsicherung, die du hast dort. Zeig genau, mal. Genau, das ist die. Die wird eigentlich nur. Reingelegt. Ja. Sieh schon, du hast es so oft vermietet. Ein kleines bisschen Tetris. So, der große Vorteil ist, du kannst nicht mehr abstürzen, du kannst den Raum benutzen. Genau, ist eine ebene Fläche, also man kann da auch nirgends runtertreten jetzt, genau. So, wenn du mal kurz reingehst jetzt in die Fläche, dass ich mir gerade zeige. Genau, ruhig mal rein. Nee, rein. Einfach reintreten. Ich will mal sehen, bei einem 1,60 Meter, wie viel Platz oben drüber noch ist zum Duschen. Ja gut, also ich habe ja noch 5 cm, wenn ich jetzt die Bodenplatte noch mal rausnehme. Ne? Und deine Hacken. Genau. Okay, das sind nochmal 10 cm. Das heißt, die Dusche ist wirklich riesig, oder? Ja, doch. Okay. Doch. Auch für größere Leute. Genau. Ja, ganz wichtig in heutigen Zeiten, eigene Toilette. Jetzt kann man hier ein Raumbad draus machen, gell? Ja. So, und da vorne habe ich dann Toilette. Das kenne ich ja von anderen. Aber doch, man hat die Möglichkeit, sich ganz alleine fertig zu machen, gell? Genau, und man hat dann halt auch hier noch etwas mehr Platz, wenn man aus der Dusche kommt, für sich bequem abzutrocknen und anzuziehen, ne? Das muss auch sein, glaube ich. Genau. Was ich toll finde, ist, du kannst einfach die Hunde wegmachen. Weißt du, die sind dann unten drunter, sind immer noch bei dir. Klar, es gibt Hunde, die schlafen dann im Bett, aber auch so große Hunde, die kann man einfach mitnehmen. Das ist super. Ja, doch, das stimmt. Also unsere kommen jetzt halt nicht aufs Bett. Die möchten das gar nicht. Die haben super die Box angenommen. Wir legen dann denen ihre Hundebetten rein und dann fühlen die sich pudelwohl. Die sollten sich aber schon verstehen in derselben Box, oder? Ihr habt keine zwei Boxen. Klar. Nee, für den Fall, falls nur einer in der Box ist, hätten wir auch die Möglichkeit, dass du einen Hund noch hier sicherst. Da vorne? Mit so einem Sicherheitsgeschirr. Da haben wir extra ein Gurtschloss angebracht. Und hier an der Bank haben wir auch noch ein zusätzliches Gurtschloss angebracht. Also das heißt, theoretisch kannst du mit 4 Hunden fahren. Es langt, wenn die mit dem Gurtschloss an der Leine festgemacht sind? Nee, es sollte schon ein Sicherheitsgeschirr sein. Ein Sicherheitsgeschirr. Mhm. Zufälligerweise habt ihr ja 4 Fressnäpfe. Habt ihr sowas im Programm? Genau, zufälligerweise vermieten wir die auch mit. Okay, sehr schön. So, Küche, dann zeig mal. Hast du genug Platz für all deine Töpfe? Ich habe super Platz. Also komplett ausgestattet. Das ist auch alles im Mietpreis mit inbegriffen. Also gar ein Spritzschutz. Genau. Wahrscheinlich im eigenen Interesse. So, die Reinigung, wie läuft das später bei der Übergabe? Also die Fahrzeuge kommen eigentlich schon besenrein zurück und die Reinigung übernehmen wir. Also jetzt auch mit den gesonderten Auflagen wegen Desinfektion und Corona. Ansonsten werden die Fahrzeuge sowieso immer desinfiziert vor jeder Vermietung. Also da sind wir safe. Da habe ich eine Lösung aus St. Ingbert. Biosanic, müsst ihr mal einen Film sehen, kann man vernebeln. Richtig geil. Ja. Muss ich euch mal zeigen. Aus St. Ingbert haben ganz, ganz viele Tierärzte im Einsatz. Okay. Ist biologisch und du kannst es vernebeln im ganzen Raum und desinfiziert. Das wäre ein super Hinweis. Und die Gerüche sind weg. Ja. Also falls es welche mal geben sollte. Also ich rieche gar nichts. Das ist echt Hammer. Also ist, die Kunden sind auch so froh und hegen das Mobil, als ob es ihr eigenes wäre. Glaube ich sogar. Ja, wenn mal was passiert, ich ecke jetzt irgendwo an, das ist ja ein Albtraum, ja, aber bei so einem großen Fahrzeug, ich fahre es nicht immer, passiert selten. Ist es schon mal passiert? Es ist schon mal passiert, ganz klar. Sehen wir auch alles relativ locker, die Fahrzeuge sind versichert, Teilkasko und Vollkasko, von daher passiert halt, ja. Ist aber kein Problem. Ist nicht schlimm, so. Das heißt, eine Selbstverhalt gibt es dann? Ja, Selbstbeteiligung sind 1.000 Euro. Okay.
Genau, deshalb nehmen wir auch die 1.000 Euro Kaution. Das geht ja noch. Bei Porsche sind es 1.000, ich glaube 500 mittlerweile. Ich glaube, Tendenz steigend, wenn man da mal ein Auto leiht und es geschieht dann. Aber dafür seid ihr abgesichert. Genau. Im Ausland habt ihr da eine Hilfe? Kann ich da anrufen? Habt ihr so eine Hotline, wenn mal irgendwas passieren sollte? Also gibt es über die Versicherung gibt's eine Hilfe-Hotline oder halt dann auch über Fiat die Notruf-Hotline. So, jetzt habt ihr hier einen Grill reingemacht. Das heißt, ihr habt die volle Hütte ausgestattet, die Autos. Genau. Also wir haben es halt so ausgestattet, wo wir sagen, so möchten wir halt auch in Urlaub fahren. Und so gehen die Mobile auch immer in die Vermietung raus, als ob wir selber fahren würden. Ne? So, und da unten ein großer Kühlschrank, sag mal. Genau. Der ist so groß wie du. Groß, ja, genau. Mit einem Gefrierfach. Okay. Dass auch die BAFA die Möglichkeit haben, ihr Futter mitzunehmen. Genau, reicht super für zwei Personen. Und hier oben haben wir dann halt den Backofen mit Grillfunktion. Mit Grillfunktion. Das heißt, also ein Grill, kann ich den mitmieten bei euch, einen Außengrill? Genau, so ein Außenstandgrill ist das. Das könnt ihr auch mitmieten. Okay, so ist es. So, Preis, was ungefähr? Automatikgetriebe, Auto in der Hochsaison, was zahle ich pro Woche? Am Tag wären das beim Automatikfahrzeug 145 Euro am Tag in der Hauptsaison. In der Hauptsaison, so die Nebensaison? 115. 115, das heißt, wenn ich 10 Tage fahre, 1.000 ist weg, etwas mehr, plus die Kaution, plus. Also kann ich, sagen wir mal, für 2.000 Euro könnte ich so 10 Tage wegfahren, inklusive Stellplatz und Essen und ein bisschen Spaß? Genau, geht. Super. Die Kilometer, die drin sind? Ja, pro Mittag 250 Freikilometer. Also wenn du jetzt 10 Tage fährst, 2.500 Freikilometer. Wenn ich jetzt 3.000 fahre? Ja, dann zahlst du etwas nach. Wie viel? 35 Cent pro Kilometer. Das geht ja noch. Das heißt, also 10.000 Kilometer sind dann 35 Cent, 350 Euro. Genau. Na gut, wenn ich 10.000 fahre, okay, genau. Dann rufe ich aber vorher nochmal an. Da reichen dir auch die zwei Wochen nicht für 10.000 Kilometer. Der frisst Diesel? Ja. Okay, super. AdBlue auch? Nein. Okay, das heißt ohne AdBlue, der letzte, den es gab? Doch, Entschuldigung. Ja, AdBlue. Genau. AdBlue. AdBlue, doch, ja, genau. Ist auch mit dabei. So, super. Komm, wir gehen mal raus, machen wir die Abmoderation. Also tolles Wohnmobil, tolles Konzept. Also wenn ich hierher komme und ich sage, ich habe einen Hund, dann seid ihr herzlich willkommen. Auf jeden Fall. So, wenn ich jetzt Interesse habe, den Dockliner TE 740 zu mieten, ich kann euch direkt anrufen. Wie ist eure Rufnummer hier? Das ist die 0178, nochmal die 7813658. Nochmal? 0178. 7813658. Ansonsten in ganz Deutschland seid ihr vorhanden. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Haben die euch angesprochen oder war das so eine Sache über Fressnapf kam noch? Das kam auch teilweise über Fressnapf. Also wir sind miteinander gut bekannt und daher kam die Idee. Ja. Jetzt darf der Mann auch mal was sagen. Genau. So, stellt euch mal zusammen. Ja, ihr seid ein tolles Paar. Fressnapf nochmal wo überall in? Neunkirchen, Homburg, Zweibrücken und Pirmasens. Ja, das liegt alles fast im Saarland, muss man sagen, ja. Bis auf, glaube ich, hier. Das ist aber genau die Grenze, glaube ich, hier, oder? Ist das noch Saarland hier? Nee, ist schon Rheinland-Pfalz, ja. Aber irgendwie, ich glaube, 500 Meter weiter ist Saarland. Der Globus ist Saarland, genau. Der Globus ist Saarland, der da hinten am Straßenende. Ist das ein Problem hier mit den Saarländern? Ihr lasst die auch noch rein, nach Rheinland-Pfalz? Ja, auf jeden Fall. Auch ohne Test. Ohne Test. Ja. Danke. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.